Die Quedlinburger Italar-Fragmente sind 6 Pergamentblätter einer Handschrift wahrscheinlich aus dem frühen 5. Jahrhundert. Sie enthalten Texte und Miniaturen aus dem 1. Buch Samuel des Alten Testaments. Ein Blatt enthält Text in der ältesten lateinischen Fassung der Bibel und ist in großen Unzialen geschrieben. Die anderen Blätter enthalten je 2 bis 5 farbige Miniaturen mit kurzen Texten. Die Abbildungen sind die ältesten bekannten in einer biblischen Handschrift. Sie sind im antiken illusionistischen Stil gestaltet und sehr detailreich. Die ersten 2 Seiten entdeckte 1865 der Historiker George Adalbert von Müllverstedt als Einbände eines Verzeichnisses von Quedlinburger Pfarreinnahmen der Jahre 1617-1618. 4 Jahre später, 1869, fand Bürgermeister Gustav Brecht 2 weitere Seiten, welche auf die Einbandinnenseiten einer Quedlinburger Polizeiordnung des 17. Jahrhunderts geklebt waren. 1888 entdeckte der Archivar Adalbert Düning die 5. und Fragmente einer 6. Seite als Einband eines Registers von 1619 bis 1926. Sämtliche Seiten hatte der Buchbinder Asmus Reitel im 17. Jahrhundert als Einbandmaterial verwendet. 4 Blätter befinden sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin, Signatur COD, Theol, Lat. 285, eines in der Stiftskirche St. Servatius in Quedlinburg.